Wir zeigen euch jetzt mal die Villa, ein paar Eindrücke, wir sind seit gestern da. Manche haben noch leichten Infos. Die wollen heute zum Ballermann, morgen ist das Event. Ich meine zu denen, die sollen sich ein bisschen entspannen. Weil wenn morgen jemand nicht performt, ist kacke, weil es geht auch um 25.000. Hier ist gerade Broski angekommen. Ey, was geht? Alles gut? Junge, ich hab mich gerade. Hier sind ein paar Teilnehmer, da ist Jones, der ist auch gerade angekommen und es sind 40 Grad. Kalt. Ja, viel zu kalt. Der kam mit dem Ding. Da ist Marc Eggers. Marc? Was geht? Der Mann ist morgen einer der wichtigsten. Ach Quatsch, und das weißt du auch. Das weißt du auch und er ist der gut. Und der hier ist. Moin! Also wirklich, was der für Scheiße, falls ihr so denkt, der ist nur unser Videos und du laberst nur Scheiße den ganzen Tag. Du! Es ist wirklich so, er labert nur Kacke. Du hast bei der Probe erst gar keine Ahnung gehabt. Ja, weil ich nicht wusste, was wir da machen. Ja, guck, das ist doch dumm. Ja, ist doch egal. Aber ist geil. Da ist Mo. Mo ist super. Und seiner Freundin auch. Das ist der FIFA-Weltmeister vorhin. Ja, Robby Hunke, da ist auch Melina. Geiler. Ja. Am Essen. Hallo. Am Aufräumen, nicht am Essen. So, wir gehen jetzt mal rein. Da ist übrigens auch Reason. Reason? Ist geil, scheiß drauf. Was du gestern gemacht hast, ich will davon keinen Kommentar. Wie viel Earning? 380.000, das ist 15 Jahre alt. Mach weiter so, 1, 2, 3. Sind wir hier in der Villa? Es ist wirklich riesig. Ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen. Hier ist so der Empfangsbereich mäßig. Hier ist. Ein Billardtisch. Da unten kommt man so zu diesem Indoor-Pool. Da können wir eigentlich auch mal den kurz hin. Auch so zur Location. So, dann kann man auch von hier draußen, das kann man ja mal kurz zeigen. Die Aussicht ist auch echt brutal, muss man sagen. Hier sind dann überall Sitzflächen. Hier wird später gegrillt. Die ganzen Leute können sich hier hinchillen. Was ist mit dir los? Du bist schon wieder. Guck mal, er hat gekippt. Ja, was ist los? Was machst du? Seit wann bist du hier? Hat er gefragt. Wer? Ja, alles gut. Ja, hey, mach dein Ding. Ach so. Hast du mich was gefragt? Das ist ganz schlimm, wirklich. Und hier ist dann eine geile Aussicht. Hier steht überall Vita-Welt und Bier. Oh, das hat mein Leben verändert. Wirklich, seitdem ja, ich das trinke. Seit dem Rohr das trinkt, ist wirklich, ein anderer. Einfach fetter geworden sein. Dann ist hier das Wohnzimmer. Oder eins der Wohnzimmer. Ich glaube, da ist ein zweites Wohnzimmer. Dann komme ich später zu. Wir gehen jetzt mal in mein Zimmer. Es geht dann hier hoch. Da ist Willis Zimmer oder Sidney. Willi oder Sidney ist da. Was machst du? Was machst du hier? Das ist die Sitte unten mal besetzt. Es ist Zwillis Zimmer. Was machst du hier? Was macht ihr denn jetzt hier eigentlich? So komisch, ich schwöre. Ey, mach das mal an, Kat, rein. Hier ist Willis Zimmer. Ja, ist entspannt. Ich glaube, Willi hat hier nicht so viel mit zu tun. Wir sehen, der Besitzer, der hat einfach einen Helikopter. Da ist ein Helikopter-Landeplatz auch. Also er hat einen eigenen Helikopter, habe ich auch nachgefragt. Und der landet dann einfach mit dem Ding hier und chillt dann hier. Hier ist Sydneys Zimmer. Ja. Gut, Sydney. Hier ist ein Bombay. Also ab jetzt ist das Zimmer von mir. Hier weiter. Hier ist dann, ja. Mein Platz, ich hab alles zugemacht. Fuck, ich alles schon zugemacht. Aber ich find's voll komisch, dass man, die sind einfach frei, wenn man duschen oder kacken will, dann sieht man die alles. Es gibt auch keine. Ja, weil du keine Jalousien hast. Es gibt keine Jalousien. Und man sieht von, wenn du da stehst, kannst du hier reingucken. Aber ja. Ja, aber vorbei. So vom Blickwinkel, ich glaube, wenn du kackst, sieht man es nicht, oder? Nee, wenn man kackt, sieht man es nicht. Hier ist Robby. Robby. Es ist mein viertes Event, aber eins davon konnte man nicht kommentieren. Ich habe bis jetzt den Real Life FIFA Cup, Real Life Fußball Cup, Fortnite und das ist das vierte. Und Robby war jetzt, das ist jetzt das dritte Mal Kommentator. Meine Community liebt dich, die wollen immer, dass du das machst, ne? Und diesmal sind die geilsten Moderationskommentatorenkarten ever. Wie geil die sind, oder? Findest du die geil? Super geil. Wer auch immer das designt hat, Preis verdient. Es ist auf jeden Fall das aufwendigste Event, weil du hast nicht eine Halle, wo es klar ist, wo irgendwelche Kabel hingehen, sondern es ist einfach eine Villa. Es werden auch überall Spiele gespielt. Also hier unten werden Spiele gespielt, am Pool, hier unten. Mal runter, da unten sind auch schon ein paar. Er sieht richtig gut aus heute. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber er sieht richtig gut aus und riecht auch gut. Guck mal. Er riecht gut. Guck mal den an. Was machst du hier? Ich mach jetzt Ordnung hier, Digga, nachdem Mama alles kaputt gemacht hat. Digga, bist du hier mit deinen Füßen drauf? Nein, bin ich nicht. Digga, hier ist doch meine. Du siehst meine Schuhe. Wir gehen jetzt nach unten. Hier ist auch hier ist die geilste Ecke zum Chillen abends. Das haben wir gestern gemacht. Hier, weil hier sind diese ganzen Berge.
Die Sonne geht da unter? In den Bergen unter und du siehst so richtig, wie der letzte Sonnenstrahl runtergeht. Es ist wirklich wie in einem Paradies hier. Ich finde es auch gut, so alle so connecten sich gegenseitig. Hier sind Freunde, Privatfreunde von mir, mein Bruder ist hier, mein Management ist hier, Streamer sind hier, die vielleicht miteinander noch gar nicht so viel zu tun haben, aber die chillen hier, das ist alles sehr, sehr geil. Das ist der Mann. Das ist der Mann, der euch den Fokusvertrag gibt. Der hat auch die ganzen Fokus hier Valorant-Teams mäßig zusammengestellt. Ich habe davon ja nicht so viel Ahnung. Und der hat ein Auge dafür. Und wir werden in den nächsten Jahren alles zerreißen, was es gibt. Das meine ich. Hier. Bruna spielt mit Timo. Timo ist einer meiner privaten besten Freunde. Das ist Koray, Leute. Der Mann bannt euch immer. Der Mann bannt euch immer. Das ist Koray. Ausrufzeichen illegaler. Warte mal, wenn ich. Nein. Ausrufzeichen illegaler auf mein Abo da. Auf meinen Zweikanal abonnieren. Das bin ich. Ich weiß, was er die ganze Zeit gemacht hat. Zeig mal deine Hand. Aber das geht, oder? Umgeknickt. Ja, die Hand. Shit. Ist okay? Ja. Ja. Digga, dann, er ist ganz komisch. Sag mal, was du holst. Und er, uns war er ist ein schlechter Einfluss. Der hat mir das Ding hier untergejubelt. Digga, oh mein Gott. Es wird immer schlimmer mit euch. Weil jeder Schwanz mich nach der Kacke fragt. Das wird sowieso nicht reingeschnitten. Nein? Es wird so dick reingeschnitten. Was denn? Das ist das. Und das ist Kalle. Kalle, ich sag, die trinkfestesten bis jetzt. Willi, Kalle und Mika. Mika auch? Die drei, ja, Mika aber ist toll. War Mika schon 4 Tage am Ballermann? Nee. Warte mal ganz kurz. Aber fühl dich nicht angegriffen. Okay, okay, was geht, Eli? Ahmed. Wie geht's? Shit's. Gut, gut, gut. Ja? Wie findest du es bis jetzt? Ey, Eli, 10 von 10. Wieder ja. 10 von 10. Location 10 von 10. Was ist Leute das da? 10 von 10. Von Rohat, ne? Das hat mir Eli untergejubelt. Rohat? Eli hat mir das. Eli meinte, nimm mal einen Zug. Ich schwör's dir, Rohat ist der. Seitdem ich. Er klaut die von Monte die ganze Zeit und hat das dann Rohat. Hier sind auch noch Mods. Anis, kennt ihr ja, Halle Madrid. Das ist Alex, Freunde, Alex, der Supermod. Auch mit Elevate, du bist der beste Alex. Supporter. Alex ist die gute Stimme von allen hier. Die anderen, alle Mods sind am Saufen, machen nur Scheiße. Und Alex ist so der, der alle richtig auch mal sagt, ey, bleib mal ruhig jetzt und sowas. Hier ist Anna. Da vorm All ist auch hier. Wie schwimmst du da, Digga? Was ist das? Digga, ich bin am Chillen. Es sind lustige Spiele dabei. Manche Spiele, wir können hier nicht, es sind hier 30 Grad, wir können nicht jedes Spiel auf 120 Ding, das funktioniert nicht, Freunde. Deswegen, es gibt auch gechilltere Spiele, einfache, sehr einfache Spiele, aber auch geile Pool-Spiele. Und ja, es wird sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr supportet, Freunde. Und ja. Das Gewinnerteam bekommt 25.000. Wir haben es geschafft, nicht im Minus zu sein. Was sehr, sehr geil ist und ja, das können wir auch nur mit den ganzen Sponsoren hier. Wir haben mehrere Sponsoren und wir werden die auch im Stream auf jeden Fall integrieren. Und ja, sehr geil, dass sie hier am Start sind. Das ganze Ding hier kostet fast 300.000. Die Villa, die Technik, also die Regie, es ist der Wahnsinn. Die Leute einfliegen zu lassen und sonstiges. Hier ist dann so der letzte Spot, hier wird nachher gegrillt. Hier wird gerade, hier stream ich. Wenn ihr das seht, bin ich hier gerade am Stream. Morgen geht es dann richtig los. 15 Uhr. Das hier ist übrigens mein Management. Oder ein Teil von meinem Management. Die kümmern sich hier um den ganzen Kram. Auch von Rohat. Ne? Rohat. Die kümmern sich hier um alles. Ohne die würde ich auch gar nichts organisieren. Ich würde sowas nicht mehr schaffen. Den Hauptteil haben die auch das. Also sie haben hier alles organisiert. Ich bin eigentlich nur der, der so dann mitentscheidet, welche Spiele und was machen wir und wie und was. Aber den Hauptteil macht mir Management. Das hier ist Marky Boy. Den habe ich ja schon oft erzählt. Auch Intus, sehr oft. So Freunde, ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Wie gesagt, nochmal danke an alle Sponsoren. Wir hoffen, dass euch das hier auch gefällt. Hier sind sehr, sehr coole Charaktere auch dabei. Viele Streamer, viele YouTuber. Morgen kommt noch Visca Barca. Und Eldos ist auch noch nicht da. Visca Barca und Eldos sind die einzigen, die fehlen. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Schaltet morgen ein, 15 Uhr. So Freunde, ich melde mich nochmal aus Mallorca. Ich wollte mich nochmal bedanken für diesen kranken Support. Also es war unglaublich. Die ganzen Leute haben sich hier auch super verstanden. Also die Teilnehmer. Viele kannten sich vorher nicht so. Sie haben sich noch nicht im Echt gesehen. Und dann am Anfang haben sie sich direkt alle verstanden. Gehen raus. Das war wie so eine Klassenfahrt. Sehr, sehr geil. Auch euch. Danke für den heftigen Stream, Freunde. Wir haben unseren Rekord geknackt. Wir hatten 200.000 Zuschauer-Peak. 150.000 im Schnitt. Alle waren froh. Wir hatten ein sehr, sehr geiles Turnier. Es war bis jetzt das beste Event meiner Meinung nach. Ausschließlich positive Meinungen zu dem ganzen Ding. Die Kamera, die Regie, Marc, die Teilnehmer, alles sehr, sehr cool gewesen. Das freut mich sehr, Freunde. Ich
Man kann in diesen Highlight-Videos immer nicht das wiederbringen, was im Stream so passiert ist. Wir versuchen aber trotzdem, das hier zu verewigen und dass es gut geschnitten ist. Wir hoffen, euch gefällt das. Lasst hier gerne auch ein Abo da, Freunde. Ist kostenlos und hier haben wir dann auch bald die 1 Million. Vielen Dank nochmal von mir, dass wir die 1 Million auf Twitch geknackt haben. Jetzt gehen wir die anderen Plattformen an, Insta und YouTube. Lasst, wie gesagt, hier ein Follow da, auf YouTube gerne ein Follow, auf Insta ein Follow. Vielleicht noch ganz kurz für die Leute, die das erst so in 1-2 Jahren sehen. Das war mein 1 Million Abo-Special in Mallorca. Wir haben so eine riesen Villa gemietet und haben hier Sommerspiele gemacht. Ich habe meine Kollegen eingeladen, Streamer-Kollegen, YouTuber-Kollegen. Und ja, das wollte ich nochmal so als Intro gesagt haben. Nicht, dass wir in 2 Jahren wird. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag. Wir sind hier auf der Sonneninsel Mallorca und es ist das 1 Million Abonnenten-Special von dir, lieber Eli. Erstmal an dieser Stelle dickes, dickes Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Es sind die Eli Geller Summer Games 2022 und was soll ich sagen? Also kann vielleicht die Kamera einmal kurz rüberschwenken. Was ist das für eine Riesenvilla? Das ist krass, ne? Also wirklich, die Leute sehen es, glaube ich, gerade. Hier sind ja auch immer 50, 60 Leute am Start und es fällt dir nicht mal auf, ja, weil überall irgendwie Leute sind, aber es ist so groß, ja, das ist so krass. Ja, einfach ein wahnsinniges Event. Ihr habt es gestern mitbekommen in der Pre-Show, ja, wir haben 3 Teamkapitäne, die werden gleich mit ihren Teams in 9 Spielen gegeneinander antreten. Wir werden auch gleich mal rübergehen und die Jungs vorstellen. An dieser Stelle auch nochmal, mein Name ist Marc Eggers, der ein oder andere kennt mich eigentlich nur so mit diesem hier. Hallo, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Sonntag. Ja. Wie hoch ist dein Bodycount? Perfekt. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ja, aber immer nur so eine Frage. Ja, 30, weil das Klicks bringt. 30.000. Amar, 1,5. Wir kommen gleich rüber. Ich gebe das Mikro einmal zurück. Ja, wir gehen jetzt zu den ganzen Millionären. Wir gehen jetzt einmal rüber. Und apropos Millionären, das Ganze hier musste ja auch finanziert werden. Schon mal ein dickes Dankeschön an die ganzen Sponsoren. Ja. Werden wir uns später auch noch mal ein bisschen bedanken. Und jetzt schauen wir uns mal die Teams ein. Wir haben Team Eli, wir haben Team Sydney und Team Willy. Und ich glaube, du stellst jetzt erstmal dein eigenes Team vor. Also, wir haben gestern im Chat auch abstimmen lassen. 56% waren der Meinung, wir gewinnen das. Weil ich glaube auch nämlich, dass besonders Team Orange, wenn man da mal kurz rüberschwenken kann, das ist großer Quatsch. Der eine hat sich ein Tattoo stechen lassen, der andere weiß nicht, wie viel Promille der noch drin hat. Und Eidos, sag was zu Eidos, Willi. Ja, okay. Einer aus unserem Team ist Mo. Aktueller FIFA-Weltmeister. Hi, was geht ab? Wir sind Gewinner. Wir haben letzten Eli Geller Cup Fußball Cup gewonnen. Mo und ich sind immer in einem Team und wir holen heute das Ding nochmal. Bro hat zum ersten Mal bei einem meiner Events dabei. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. 4-2-0. Was? 4-2-0? Was? Ernesto ist auch am Start, Freunde. Nee, diesmal bist du in meinem Team, nicht wie beim Fußball Cup. Sag mal Chancen. Ich würde sagen 60%. Wir machen das heute. Ich bin heute im Gewinnerteam. Ernesto. Ernesto. Amar, und ich sage euch ehrlich, ich habe vorher schon gesagt, ich wollte unbedingt mit Amar in einem Team. Weißt du warum? Weil wir Macher sind. Weil wir Macher sind. Wir beide gewinnen das Ding heute mit diesem geilen Team. Hundertprozentig. So große Töne, die ihr spielt. Ja, ich will das machen. Habt ihr so einen Kampfschrei? Wir waren ja gestern noch am Ballermann. Wow. Das war krass. Da kommen wir später noch zu. Wir haben taktisch gespielt. Wir haben ja auch einen super tollen Sponsor, Adidas. Und ich finde, wer kann denn besser als. Also wirklich, XS habt ihr bestellt? Ja, so kannst du es tragen. Ja, schön. Sydney, der Kapitän, du stellst dein Team vor. Hat irgendjemand so einen Kampfschrei? Das könnten wir schon gebrauchen. So, ich habe noch keinen. Gut. Okay. Alles ist gut, solange du wild bist. Sei wild, gefährlich und wild. 1, 2, 3. Wir wissen, welches Team nicht gewinnt. Also mit dem Stürmer machst du es besser. Einleitung, das ist Omid. Ja, man kennt ihn. Ich bin eigentlich zufrieden mit Omid. War ein gutes Los. Danny war mein Wunschkandidat. Warum? Haben die spezielle Stärken oder Schwächen? Ich glaube einfach, das sind gute Spieler, gute Teamspieler. Ah, du weißt ja gar nicht, was du spielst. Trotzdem, allgemein. Gut. Dann haben wir, die beiden sehen irgendwie aus gerade wie Vater und Sohn. Trimax und man muss dazu noch kurz sagen, wir haben tatsächlich in jedem Team einen Spieler, der ein Handicap hat. Also bei dir wissen wir alles, was passiert ist. Ist es Omid? Ja, es gibt auch Spiele, die werden im Wasser stattfinden. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die haben sich vor so einem Mallorca-Trip gedacht, so 31 Grad, da habe ich ja gar keinen Bock auf Wasser, da lasse ich mich vorher doch nochmal tätowieren. Miki, alles richtig gemacht. Die können bei einigen Spielen dann nicht mitspielen oder sind dann nur an der Seitenlinie. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, das kriegen wir ganz gut ausgeglichen, weil 3 Leute ein Handicap haben. Unter anderem Max. Handicap ist die Hose. Aber Max ist auch ein Allrounder. Das sagen wir ich noch alles Max an. Max ist underrated. Danke. Mit Namen weiß ich nicht, aber du wärst ohne das wärst du der Beste hier. Und Reason, Wundertüte, ich weiß nicht. Aber gestern hat er gut performt, Ballermann. Gestern hat er wirklich gut. Dürfen wir darüber mal reden, wie gestern performt? Ich weiß nicht, was ihr da sagen wollt. Ja, ja. Bilder sprechen eine andere Sprache, aber es ist so gut. Für 15 Jahre, da kann sogar ich noch was lernen. Nächstes Team, Team Willy. Bitteschön, stell dein Team vor. Ich glaube, ich muss nicht viel sagen. Einfach mal hier reinschauen. Männer mit ganz viel Qualität.
Eldos. Unbekümmert, jung, aufstrebend. Hier mein Co-Captain, der Mann, der mit mir das Ganze leitet. Ich habe ihm gesagt, ein anständiges Auto braucht anständige Räder, ordentlich Benzin. Wir füllen das Ganze auf mit Mentalität. Ja, du lachst. Hier, den unglaublichen Anton, Wiska Barca. Ihr kennt ihn, warum? Lionel Messi ist sein Bruder. Und hier haben wir auch noch einen Aufsteiger mit. Ich glaube, wir haben so viel Qualität in diesem Team. Und ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster. Wir werden gewinnen. Wir machen das ganz sicher. Wir sind underrated. Aber wir sind der Phönix aus der Asche. Und wir holen das Ding. Ich merke, hier sind noch einige Rechnungen offen. Und da haben einiges, wir jetzt auch gleich ist offen. 9 Spiele, wo diese Teams sich gegenseitig duellieren werden. Relativ einfaches Prinzip. Erstes Spiel gibt 1 Punkt, zweites Spiel 2 Punkte, 9. Spiel 9 Punkte. Viele kennen es von anderen Sendungen. Das heißt, es ist wirklich noch alles drin, es ist alles möglich. Ich freue mich auf die Spiele und ich glaube, das wird heute echt ein unfassbar legendärer Nachmittag. Kann ich kurz nochmal was sagen? Du kannst die ganze Zeit... Ich weiß ja nicht, weil du die Regie offen hast. Ja, ach, alles gut. Ich sag schon. Ganz kurz nochmal, Freunde, danke für den Support hier und danke an alle Partner. Ohne das wäre es gar nicht möglich. Und auch danke an alle Teilnehmer, die hier am Start sind. Wirklich. Ja. Ihr seid die Besten. Ja, danke. Auch abseits so von diesem Turnier. Ich glaube, wir hatten hier eine richtig geile Zeit bis jetzt. Wir hatten eine geile Zeit. Wir waren zusammen draußen, wir waren zusammen feiern. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und was ich jetzt sagen wollte, es sind ja 9 Spiele erstmal. Und von diesen 9 Spielen können nicht alle 9 Spiele absolute Bretter sein. Es sind auch kleine Minispiele drin. Wir haben uns immer was dabei gedacht. Aber erwartet jetzt nicht, dass wir hier kopfüber irgendwelche Handstand-Dinger bei jedem Spiel machen. Es sind sehr, sehr coole, es sind sehr, sehr coole Spieler dabei. Es sind aber auch ein paar Minispiele dabei. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ihr könnt ja mal Support im Chat da lassen. Ich habe gehört, wir sind schon fast 100.000 Zuschauer. Vielen Dank. Die Sonne scheint auch in Deutschland. Die Leute gucken. Und ihr werdet es nicht bereuen. Auf jeden Fall. Wichtig ist auch noch zu sagen, nach den 9 Spielen wird uns tatsächlich schon das erste Team verlassen. Und dann spielen 2 Teams um die 25.000 Euro. Das habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt. Die gibt es nämlich hier zu gewinnen und diesen Palmenpokal. Und den hätte ich auch gerne bei mir in der Vitrine stehen. Also es geht hier heute wirklich um einiges. Aber bevor wir jetzt wirklich mit dem allerersten Spiel starten, du hast noch eine Ankündigung zu machen. Also hier ist gerade ein Event in Spanien. Es wird, aber das ist jetzt das erste Mal, dass man es offiziell hört. Es ist schon das nächste Event geplant und zwar in München. Wir werden im Audidom den 2. Real-Life Eligella Cup machen, also Fußball. Den ersten war ja letztes Jahr in Köln und der 2. wird jetzt in München sein, im Audidom mit Zuschauern. Wie viele passen da rein? 6.000, 7.000, ne? Ich glaube 6.000, 7.000, ja. Und ich irgendwas hoffe, die Hütte wird ausverkauft sein. 6.000, 7.000, Freunde. Wir werden auch heute oder im Laufe der Zeit 2 VIP-Tickets für das Event verlosen. Der 11. ist es, ne? Genau. 11., 9. meine ich und ja, ihr könnt die dann später gewinnen, wie auch andere Preise, Adidas-Pakete, und ESM-Pakete. So sehen die nämlich aus. Diese beiden Tickets kommen nämlich ins Lootboy-Paket rein. Ist nämlich auch ein Sponsor der ganzen Veranstaltung. Wie gesagt, das hat hier richtig was gekostet. Du hast gesagt, 75 Leute sind hier mit am Start. Und diese Tickets kommen in diese Lootbox. Die steht nämlich da hinten. Die wird die ganze Zeit während des Streams immer wieder gefüllt werden mit Sponsoren, die das Ganze hier gemacht haben. Für den einen oder anderen, der jetzt nicht weiß, was ist denn Lootboy? Kostenlose App, über 13,5 Millionen User hat das Ganze schon mittlerweile. Man kann das aber auch über den PC sich angucken. Ihr habt einen Gaming-Radar für die ganze Gamer unter euch. Wenn ihr jetzt andere Leute finden wollt in der Nähe, die das Spiel mit euch spielen wollen, dann findet ihr die. Was kann man noch sagen? Lootboy, wie danke. Was redest du denn? Also, der ohne Ablesen und so. Hä? Achso, ich hab die Karte. Aber ich hätte mich 15 Mal versprochen schon. Wir müssen jetzt erstmal gucken uns nochmal die Lootboy-Mats an. Die wird jetzt eingeblendet, dann sehen die Leute nämlich, wie das Ganze geöffnet wird. Es gibt nämlich das Illegeller Lootboy-Paket und da sind nämlich auch diese VIP-Tickets drin. Und ich glaube, das wird geil, wenn da 7.000, 8.000 Leute sind. Im Audidom. Da geht auf jeden Fall richtig die Post ab. Leute, checkt es gerne mal ab. Die Mods packen natürlich selbst. Oh, Kameramann, das war jetzt aber das Mikrofon. Dem ist auch warm. Ne? Hört man uns noch? Ja, uns hört man. Eine Sache noch, falls hier irgendwann mal technische Schwierigkeiten sind. Kurz mal Ton weg, kurz mal falsche Kamera. Nehmt uns das nicht übel, Freunde. Wir sind hier auf einer Villa, die ist gar nicht dafür ausgemacht. Wir haben das nur so fürs Feeling, für die Teilnehmer. Falls mal irgendwo mal Ton weg ist oder das Bild irgendwie komisch ist, nehmt uns das nicht übel. Wir sind froh überhaupt hier, dass wir es bis jetzt hierhin geschafft haben. Es sind so viel Technik ist hier am Start, das ist geisteskrank. Und ja, nehmt uns das nicht übel, falls mal was passiert. Also, bevor jetzt mit dem allerersten Spiel losgeht. Da oben, da lächelt er mich schon an. Und es ist nicht die Sonne, sondern es ist der Kommentator der ganzen Veranstaltung heute. Und es könnte kein geringerer sein als der liebe Robby. Ja? Ich freue mich sehr. Ich glaube, du hast den besten Platz, den man heute haben kann. Bier ist kaltgestellt, du bist im Schatten. Mein Lieber, ist mir eine Ehre, dass du dabei bist. Vielen Dank, Marc. Und hallo und herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz. Da kommt die Drohne geflogen. Sensationell. Der Ausblick hier vom Kommentatorenplatz. Danke, Eli. Danke, Rabona. Ein Lüftchen weht. Es ist schattig.
ich. Ich habe einen Blick auf den Meerbusen, glaube ich, sagt man, ja. Und gleich werde ich da mal einen Blick runterwerfen von hier oben. Ich versuche die Übersicht zu bewahren. Ich bin erstmal sehr froh, dass alle da sind, dass alle am Start sind. Große Leistung von einigen am Brett gestern im Megapark. Aber alle sind da. Ich habe mich natürlich selbstverständlich hochprofessionell früh ins Bett gelegt, um das Ganze hier hoffentlich entspannt zu kommentieren. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß. Weiter geht's unten mit Marc. Wir starten jetzt mit dem allerersten Spiel und das Ganze heißt Bierdeckel krapschen. Die Kapitäne kommen einmal bitte zu mir nach vorne. Ihr macht jetzt einmal Xing Shang Shong. Ihr dürft danach entscheiden, wer anfängt. Danach entscheidet immer der Gewinner bei den nächsten Spielen, wer die nächsten Spiele beginnt. Xing Shang Shong. Okay, Stein. Alle Stein. Xing Shang Shong. Ah, Mixer. Du hast gewonnen. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz mein Team bestreiten. Ja. A few moments later. Ja, wir fangen nicht an. Wir fangen nicht an und ich will bitte, dass Bitte! Die Spielregeln sind wie folgt. Wir kennen es ja alle, wir sind in der Bar, in der Kneipe, haben ein bisschen Langeweile und dann stehen diese wunderschönen Bierdeckel darum. Was machen wir? Wir machen diesen hier. Ich wusste, dass ich es nicht schaffen werde beim ersten Mal. Ihr wisst, was ich meine, dieses Fang. Es funktioniert folgendermaßen. Du fängst an, machst ein, dann machst du zwei, du drei, du vier, du fünf. Ihr habt einen Fehlversuch pro Team. Solltest du bei drei scheitern, hat er noch die Möglichkeit, drei zu machen. Genau, die Punktzahl, die ihr habt, die wird dann gezählt. Es gibt pro Ding einen Punkt und wenn ihr 20 Stück habt, habt ihr 20 Punkte. Wenn die anderen nur fünf machen... Genau, das ein Bierdeckel ist ein Punkt. Jawohl, los kann's gehen. Sensationelle Hose erstmal, Zit. Versuch 1, diesmal ohne Olivenöl. Achter. Sid lässt sich feiern und das vollkommen zu Recht. Erster Punkt für Team Sydney. Jetzt Bronze. Super, du musst jetzt zwei machen, richtig? Wir haben jetzt einen Punkt. Jetzt muss er zwei machen, genau. Haben Sie, genau. Komm Junge, Bronze, konzentrier sich. Und er macht ihn, ganz wichtig. Erstes Spiel, Leute, und hier wird gejubelt, wie im Finalspiel. So, Reason ist am Start, braucht drei, wird assistiert von Omet. Omet übrigens der Mann mit dem bodenlosesten und gleichzeitig sensationellsten Twitter-Account hier von allen. So, jetzt erstmal Reason. Oh, erster Fehlversuch für Team Sid. Also, du hast jetzt die Möglichkeit, auch die drei zu schaffen. Wenn ihr es nicht schafft, habt ihr zwei. Schaffst du drei Punkte, schaffst du nicht zwei Punkte. Team Sid. Oh, und es bleibt bei zwei Punkten. Die haben einmal verkackt und also ja, sozusagen zweimal verkackt. Ah, es war ganz knapp, Omet. Nächste Team, Team Eli. Was ist das denn für eine Technik? Was habt ihr mit den Dingern gemacht? Hier wird nichts angeknickt, weg. Alles muss mit rechten Dingen zu schummeln, was das Zeug ist. Angeknickt da hinten. Also wirklich. Eldos, Junge, Dienstag wieder hackt. Jetzt liefern. Lass ihn. Yeah! Oh, der 18-jährige Österreicher holt den ersten Punkt. Ich hab dir gerade angeschrieben. Also, ich würde sagen, wenn er den Tisch ein bisschen berührt, lassen wir das trotzdem gelten. Ja, würde ich auch sagen, hier oben am Kommentatorenplatz. Komm, wir wollen nicht zu streng sein. So, Eggers und Hunke sind gleicher Meinung, der Punkt zählt. Jetzt Broski, der Gamer Brother, Simon. Erster Fehlversuch ja, für Team Sitz, für Team Willi, sorry. Er ist nochmal mit zwei, genau. Aber bis jetzt habt ihr einen Punkt, aber safe. Du bist raus, aber er kann es natürlich noch versuchen, einen Fehlversuch. So, jetzt Wiska Barca ist als letzter angereist hier, heute Morgen erst gekommen. Warte mal ganz kurz. War das schon ein Versuch? War das ein Versuch oder war das Nervosität? Ich glaube, es war Nervosität. Ich glaube auch, das war Nervosität. Es sah für mich nach einer zittrigen Hand aus. Wir fragen Robby. Robby hat. Also vom Kommentatorenplatz hier oben sah es tatsächlich so aus, als wäre es die nervöse Hand gewesen von Anton. Ich würde sagen, er darf nochmal. Jetzt wisst ihr auch, warum er da oben den sicheren Platz hat, ne? Er ist das Zünglein an der Waage. So, die Herren in den orangen Hosen. Das liegt gerade so ein Auge. Jetzt nochmal Wiska. Und er schafft es nicht. Und guckt euch das an, diese Emotionen schon im ersten Spiel. Sitzt außer Rand und Band. Oh, Anton Rinas. Nein, es wird nicht mehr gefunden. Es bleibt bei einem Punkt für Team Willi. Jetzt geht's ums Machen und um Eli. Fingerpusten, immer wichtig, Junge. Lass es. Erster Fehlversuch. Aber Eli Geller hat noch einen. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Erster Fehlversuch. Amar. Aber den Druck kann er. Dafür ist Amar gemacht. Mit dem jetzt kommt Amar. Glaub an Amar. Ah, das ist eine taktische Spielerei von Amar. Ja.
Oh. Und den macht er gut. Junge, Junge. Jetzt die Chance zum zweiten von Team Eli mit Rohat. Amar wirkt von hinten als Coach ein. Du kannst doch tauschen, ihr könnt noch tauschen, wenn ihr wollt. Ja? Wer? Oh. Der Ton wird jetzt schon heftig. Rohat, Junge, komm, jetzt liefer. Rohat mit ganz ruhiger Hand. Eins. Heißt, Spiel 1 geht an Team Sydney. Und guckt euch das an. Omet hat schon vor der Auslosung auf Twitter angekündigt, mein Team wird gewinnen. Und Omet spielt mit Sid. 1-0 im Moment. Das einzige Team, das einen Punkt hat nach dem ersten Spiel, ist Team Sid. Glückwunsch von hier oben. Aber jetzt kommt Spiel 2. Sydney, du darfst entscheiden, welches Team beim Arschbomben-Wettbewerb anfängt. Und jetzt haben wir auch mal. So Leute wie wir haben da einen Vorteil, Max. Das ist mal was für uns, aber du kannst halt nicht, ja? Elis Team. Es beginnt Eli. Eli, gut. Ihr werdet jetzt nacheinander eine wunderschöne, saftige Arschbombe in diesen Pool reinmachen. Und du wirst versuchen, mit dem Messbecher das Wasser in der Luft einzusammeln. Was? Je mehr Wasser da drin ist, das Ganze wird dann gewogen. Wir haben gleich eine Waage. Und die mit dem meisten Wasser haben dieses Spiel gewonnen. Wir springen immer nacheinander. Also ihr, erstes Team, ihr springt jeder einmal. Dann kommt das nächste Team, springt jeder einmal. Nehmen wir, wir haben drei Runden. So, Eli geht voran für sein Team. Es kommt auch auf die Technik an. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht, aber nichts im Eimer. Ein paar Spritzer. Da kommt es natürlich auch auf die Fangtechnik von Erne an, ne? Wir gucken uns die Slow-Mo an. Die Idee ist nicht schlecht von Eli. Komm, Mo, es kommt nicht auf das Körpergewicht an, sondern auf die Technik. Aha! Aber das ist eine klassische Arschbombe. Er muss diesen fetten Spritzer machen. Ja, den fetten Spritzer. Das kennen die Begleitung von Sid gestern Abend an der Playa. Der hätte auch von mir kommen können, Rock. Oh! Und der nächste. Aha, Erne im Hechtsprung. Der leicht verletzte Erne und holt dadurch ein bisschen was bei Rohat. Amar. Rohat ist ein Typ, der kommt über die Masse und da ist richtig was drin. Ja. Amar, alles, was du hast, rein in die Wanne. Alles, was du hast. Amar gibt alles. Oh. Und das ist der größte Spritzer, den ich hier bisher gesehen habe. Das sind weit über 100 Milliliter jetzt. Alle Achtung, Amar. Da hat einer früh und viel geübt im Freibad. Nein, jetzt ist das nächste Team dran, aber wir werden jetzt einmal natürlich schon mal wiegen. Ich kann es gerade nicht sehen, aber 5,07. Team Willi schickt den schlanken Eldos zum Auffangen. Miki coacht ihn. Miki darf ja nicht ins Wasser wegen seines Tattoos. Eldin, der übrigens seine Wette verloren hat gegen Eli vor diesen Summer Games, der 15 Mädchen ansprechen muss hier auf Mallorca. Muss ich mich gleich mal bei Eli erkundigen, wie weit wir sind. Gestern hat er auf jeden Fall viel von Baby Girls gesprochen. Oh, super interessante Taktik von Willi. Du musst den Arm ausstrecken, ja? Die Technik von Willi ist nicht schlecht. Mit dem Kopf hat er viel gerissen. Aber von der Seite hier gut reden haben ist gut. Du stehst hier im Trommel, musst den Arm ausstrecken. Der arme Junge ist fast weggeflogen. Darf ich dich eine kurze Frage stellen? Ja. Wie kommt man denn darauf, vor so einem Event nochmal so ein schönes Tattoo zu machen? Also das Tattoo ist, der Tätowierer ist die nächsten 6 Monate ausgebucht. Und dann war es entweder ich nehme es oder ich nehme es nicht. Dann habe ich mich dazu entschieden, es zu nehmen. Ah, gut, sieht aber gut aus. Ja. Du bereust es selber auch wahrscheinlich. Was denn? Dass du nicht im Pool darfst. Ja, aber für so ich wäre auch hier so gerne dabei. Oh. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Da ist schon einer gesprungen in Abwesenheit der Kameras und da ist eine Menge reingekommen. Ich glaube, dass es Visca Bassa gewesen ist. Ja, das scheint mir aber mehr drin zu sein als vorhin. Broski. Oh, der war gut. Oh, der war gut von Gamer Brother. Und jetzt bin ich gespannt, denn einer darf ja doppelt. So machen wir es, wir bleiben korrekt. Willi hält und Eldos springt. Den hat man erst als Halter verpflichtet, weil er eben so dünn ist und die Masse nicht mitbringt. So, Eldin, Junge. Eldin macht. Der ist nicht schlecht, Leute. Der ist nicht schlecht und da sehe ich mit bloßem Auge, da ist mehr drin als beim Team Eli. Seid ihr alle einmal durchgesprungen, ja? Dann werden wir jetzt einmal das Ganze wiegen. 720. Ja, 721 Gramm mehr als beim Team Eli. Ich kann nicht schwimmen. Wirklich nicht? Nee, gar nicht. Wie tief ist das Wasser? Wie tief ist das Wasser? Weil ich denke, wir würden dich rausziehen, aber ist für dich fein, wenn du reinspringst? Oder? Also wir würden dich rausholen auf jeden Fall. Dich brauchen wir noch. Ihr habt das vielleicht gehört. Omet sagt, er kann nicht schwimmen.
mal nass? Das Gelächter ist groß aufgrund seines Schwimmstils. Aber es ist nichts drin. Sit. Jetzt geht's um Wasser. Nicht um Öl. Und der ist stark. Reason, Junge, der wiegt jetzt nicht allzu viel, aber der holt aus seinem Körper gerade alles raus und setzt das um in Tropfen. Prons, oh Junge. Prons muss aufpassen, springt da so weit, dass es fast an den Beckenrand geht. Alter Kreisverwalter. Und jetzt Sid himself. Spät nach Hause gekommen, gestern oder was soll man sagen, früh heute Morgen. Prons hält. Oh mein Gott, das ist ein gefühlter halber Liter. Und das ist jetzt schon die Führung, das kann ich mit bloßem Auge von hier oben vom Komplatz sagen. Respekt. Das war aber auch knapp, Robby, hast du das gesehen? Oh, der ist ja fast schon da mit dem Kopf gegen den Beckenrand geklatscht. Da müsst ihr aufpassen, Leute. Der erste Durchgang, wir springen dreimal. 720. Wir haben mehr als beide zusammen. Trimax, ihr wisst das, springt nicht. So, wir haben 1431 Gramm. Habt ihr das gehört? 1431 Gramm. Ihr liegt nach der ersten Runde auf jeden Fall weit vorne. Genau, jetzt wird wieder gesprungen. Es gibt drei Durchgänge, ne? Also ist noch alles drin, aber Team Sydney liegt weit, weit vorne tatsächlich. Elias Nährlich. Den macht er verdammt gut. Direkt ein Liter, Junge! Mo Opa geht fischen. Eli mit der Rückenbombe, möchte ich es nennen. Und Mo Opa direkt mit dem prüfenden Blick. Boah, das war viel. Ja, ich glaube, er ist übergetreten. Da ist noch alles sauber. Was ist mit Mo? So, wir hören jetzt auf Robby. Ja, das ist kein Übertritt, alles sauber. Kein Übertritt, alles sauber. Zählt. Ja, so, dein Fuß darf nicht über die Linie. So, weiter geht's. Amar hat gerade Klasse bewiesen, weil der gestern geschlafen hat hier während der Auslosung. Jetzt ist er aber voll wach. Und guckt euch das an, der Messbecher ist fast voll, Junge. Der Becher läuft ja fast über, Amar. Der Pool ist leer. Wir hören auf. Das ist ein episch voller Becher. Der Bizeps von Mo kann es kaum halten. Da wird sich gefreut. Junge, Junge, Junge. Ja, vielleicht schon. Guckt euch das an, wie ein Gewichtheber. 3931, also knapp 4 Kilo. Elis Team. Ja. Führt. Ja, klar. Hat aber einen Sprung mehr. Rechnen es dann zusammen, ja. Klar. Oh. Team Willi hält. Oder Willi hält für sein Team. Weiß es nicht genau im Kopf. Nach dem Sprung von Visca Barca. Ist nicht. Aber es sieht schon fast so aus, als ob er den hier macht. So, Willi wird nochmal gestreichelt. Der Mann, der sich hauptsächlich durch Regale aufbauen vorbereitet hat für heute. Oh, ich glaube, das ist ein Übertritt. Ich glaube, dass Willi übergetreten ist. Ja, da ist es passiert. Willi tritt über. Das ist so. Ich wusste, wenn das passiert, gucken mich alle an und ich weiß selber nicht. Wie viel Gramm Abzug höre ich gerade? 300 Gramm Abzug wegen Übertreten. Viel Spaß an die Leute, die das gleich alles zusammenrechnen. Jetzt hält Visca Barca. 3 Monate hat er in Barcelona gewohnt. Wasser ist er also gewohnt. Und wenn da alles sauber war, war das wieder ein ziemlich starker Sprung. Wir haben 28.027. 28.028. 2.828, oder? 2.828. Er guckt mich gerade an. Omid macht den Start. Und das macht er wild. Sit stark! Abgefahrene Anlauftechnik, muss ich sagen. So, jetzt kommt Prones. Nicht, dass du dich verletzt. Nicht, dass du dich verletzt. Wichtig bei Sid, die Kapitänsbinde sitzt. Ja! Sid hat's gesagt, es ist super schwer, da in das Wasser reinzugucken. Du musst mit
offenen Augen, sehenden Auges gucken, wie da ein Prawns auf dich zuspringt. Pass auf, nicht an den Beckenrand. Ein epischer Sprung. Wir gehen wieder zum Wiegen. 2841 Gramm. Jetzt ist der letzte Durchgang. Jetzt geht es um alles. Team Eli führt. So, Elis Team führt mit fast 4000 Gramm. Ich mach mal. Ja! Viel. Ist Quatsch? Das war gut, das war gut. Kein Quatsch, Edi. Alles gut. Das war nicht alles auf einmal. Das war. Überragend. Grüße an den Slow-Mo-Operator, der hier die Zeit drückt. Und das ist mal aber eine Basspredigt. Man darf nicht vergessen, das Halten ist gar nicht so einfach für Mo. War ja auch verletzt an der Hand. Jetzt Amma. Guck ihn dir an, Gott. Amma! Amar mit einem Statement von einem Sprung. Also, das ist wirklich der geborene Turmspringer verloren gegen bei Amar. Amar, absoluter Leistungsträger. Hier wird man für Übergewicht belohnt, ne? Und? Mo hat die größten Probleme zu halten. Ey, das ist euer Spiel, ne? Alle Achtung, das ist das Spiel von Team Eli. Gut. Alle messen wieder 4170 Gramm. Respekt, Leute. Das ist echt voll. Ja, wir rechnen gleich einmal alles zusammen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Robby hat den Überblick da oben, der weiß es. Aber das war echt schon wieder bärenstark. 8000 zu 2800 zu 2500, damit ihr Bescheid wisst. Willi hält. Nächste Woche geht die Vorbereitung los mit Waldhof Mannheim. Nee, das passt. Das passt. Das passt. Starke Unterwasserkamera, by the way. Professor Dr. Robby Hunke, bitte. Ach, ganz schwer. Der muss ja hinter der Linie bleiben, der Willi, und trotzdem den Arm ausstrecken. Der ist gut. Letzte Runde, aber die müssen schon beachtlich aufholen da. Also, diese Beauty-Shots auch von Willi, wenn er das Wasser in den Haaren hat und so nach oben reißt. Wunderschön. Achte mal drauf, jetzt. Ja, ja. Du bist auch dran, Willi. Biska hält jetzt. Nein. Kommt. Oh. Gut, Willi. Boah, das hat Masse, das hat Klasse. Übrigens, Leute, wenn ihr Amazon Prime habt, dann lasst nicht euren Prime-Sub verfallen, sondern haut ihn gerne hier rein. Ihr müsst dafür einfach nur euer Amazon-Konto mit eurem Twitch-Account verknüpfen. Twitch Prime ist kostenlos. Also lasst die Subs nicht verfallen. 3607 Gramm. Aha, reicht allerdings nicht, um Team Eli einzuholen. Eli ist immer noch auf Platz 1. Also Spiel 2 wird schon mal nicht an Willi gehen, wobei sie sich klar gesteigert haben im dritten Durchgang. Also sie bräuchten so 6000 Gramm roundabout. Ja. Ihr könnt, definitiv. Das ist super, so super. Okay für dich. Gar nicht so schlecht, Omet. Ey, für nicht schwimmen, da reinzuspringen, das muss man auch erstmal machen. Oh, gut. Danke übrigens, dass ihr hier die Prime-Subs reinregnen lasst. Noch regnet es aber nicht genug in Sydneys Kanne. Reason hat auf jeden Fall die abgefahrenste Sprungtechnik. Prones, komm Junge, gib ihm. Er gibt ihn mit den Füßen voraus. Nee. Ah, zu wenig. Ah. Es braucht jetzt schon ein mittleres Arschbombenwunder. Sie bräuchten einen Amar im Team, sagen wir es mal so. Oh, pass auf, Sid. Wie knapp, also von hier unten, Robby, sieht das echt gefährlich aus. Ja, von hier oben auch. So, pack drauf, das messen wir nochmal. Dann wird der liebe Robby jetzt gleich mal verkünden, wer dieses zweite Spiel mit 2 Punkten gewonnen hat. So sieht's aus. Und das kann ich auch schon, obwohl ich nur mein Gummiabitur in NRW gemacht habe. Denn in der Summe sehen wir, dass es nicht reicht. Es sind etwas über 5000 bei Team Sydney, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe. Und wir gucken drauf, sehen, Team Sid hat Spiel 1 gewonnen, hat 1 Punkt. Team Eli 2 Punkte, ist damit Erster.
Es gibt im zweiten Spiel 2 Punkte, im dritten Spiel 3 Punkte und so weiter. Team Willi bisher noch ohne Punkt. Team Willi, also Willi selber, hat gestern angekündigt nach der Auslosung: Leute, mein Team wird gewinnen, obwohl wir Außenseiter sind. Einige haben gesagt, Team Willi ist bodenlos, aber ich glaube an sie. Vielleicht kommen sie ja in Spiel 3 statt. Jetzt aber, Elis Team führt mit 2-1 und Willis Team noch 0. Habt ihr Bock auf Spiel Nummer 3? Dann setzt euch bitte einmal alle hin. Es ist ein Quiz und hier geht es um Schätzfragen. Ihr habt jeder eine Tafel, also bei jedem Team ist eine Tafel, die liegt vor euch. Ich werde euch jetzt Schätzfragen stellen und ihr werdet das Ergebnis oder eure richtige Antwort dort drauf schreiben. Ne, seid nicht so laut, beratet euch nicht so laut, also ihr könnt untereinander reden, aber wichtig ist dann draufschreiben und wer 5 Punkte hat, also 5 richtige Antworten, hat dieses Spiel gewonnen. So, dann starten wir jetzt mit der allerersten Frage und zwar, wie viele Einwohner hat Spanien? Jetzt bitte das Ergebnis auf die Tafel schreiben, noch nicht umdrehen, die können dann auch gucken. Hey, warte, wir haben schon auf. Ey Leute, ihr dreht erst. Kümmert euch mal um euren Scheiß. Nein, wir haben das geändert. Tafel umdrehen, das dürft ihr jetzt machen. Wir haben 48 Millionen, wir haben 42 Millionen, wir haben 60 Millionen. 42? 52, sorry. Sie haben gewonnen. Die richtige Antwort ist 47 Millionen. Das heißt, also, ihr habt noch nicht gewonnen, Miki, ne? Lass noch viermal. Habt ihr Bock auf die nächste Frage? Ja, ihr habt Bock. Okay. Wie viel Liter Vitavate haben wir hier im gesamten Haus? Ja, ich würde denken, Eli müsste es ja eigentlich wissen. Wir haben zum Glück genug. Ja, Leute, checkt es unbedingt ab. Auch danke an Vitavate. Ich bin das auch das erste Mal in den Genuss gekommen, das Ganze hier zu trinken. Es hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Wollt ihr die Antwort hören? 300. Nein, es ist genau 700. Oh. Junge, Sydney. Das haben die uns sogar gesagt, ne? Ja, das ist Digga, die haben uns gesagt, wie viele Flaschen. Ja. Ja, und dann ist unser Job, ähnlich. Es sind 700 Liter. Wo ist Janne? Was schätzt ihr? Wie lang, und jetzt steht keiner auf und bewegt sich, wie lang ist dieser Pool? Nein, keiner aufstehen, nur vom Platz. Das dürfte einfach sein. Die Standardgröße scheint mir. So, 4, 3, 2, 1. Stifte niederlegen, stopp. Dann dreht jetzt bitte die Tafeln um. 23 zu viel? 15 Meter, 23,5. Oh, ich kann es wirklich gar nicht lesen. Also das könnte auch meine Schrift sein. Nee. Team Eli sagt 15. Es sind 15 Meter. Warum hört ihr nicht auf Feld? Warum hört ihr nicht auf Feld? Was ist denn los? Wir kommen zur nächsten Frage und es ist eine Fußballfrage. Wir haben ja in jedem Team eigentlich einen Fußballexperte. Und zwar, wie viele Ligatore hat Karim Adeyemi in der vergangenen Saison erzielt? Liga Österreich. Okay. Ihr seid ready? 4. Jetzt will ich was von den Ledierten. 3, 2, 1. Alle haben geschrieben auf 3 Trillionen. 3, 2, 1 und umdrehen. Wir haben einmal 14, wir haben 14 und wir haben 18. Und es sind tatsächlich 19. Team Willi! Willi jubelt wie bei einem Tor gegen Holstein Kiel, erste Pokalrunde. Wie hoch ist der höchste Berg auf Mallorca? Da bin ich raus. Spoiler, das ist nicht der Ballermann. Bitte das Ergebnis aufschreiben. Es geht darum, was ist der höchste Berg hier auf der wunderschönen Sonneninsel Mallorca. Dreht bitte jetzt eure Tafeln um. Broski und Willi übrigens für mich. Das ist scheiße. Dreht bitte. Das ist eine Scheiße. Bei dir 2899? 2899. 850, 950. Es ist... Bisschen Glück, bitte, Marc. 1445. Das ist der vierte Punkt. Sag ich! Also Team Willi, überragend im Kopf. Es ist der Puig Mior, so heißt der. Puig Mior, glaube ich. Team Willi außer Rand und Band. Auf Michael Hort. Wenn die das choken, sind die völlig im Bruch. Wie viele Liegestütze am Stück schafft Ada? Das weiß doch Eli. Jetzt gleich. Der liebe Ada ist ja da, er wird auch gleich die Liegestütze machen. Aber ihr müsst jetzt sagen, wie viel wird er jetzt gleich hier schaffen. Okay. Komm schon mal her, wir haben ihn ja da. Gleich noch mal T-Shirt auf. Oh, also wirklich, an alle Ladies, der Typ hat echt T-Shirt auf. 150.000 T-Shirt aus. Nicht zu viel verraten. Mach mal einmal einen Liegestütz vor.
damit die Jungs das sehen, ja? Ja, aus. Ja, voilà, da, Junge. Da sind halt so still, ne? Amar, da können wir nicht mitreden, Digga. Okay, so, stopp. Okay. So, ihr schreibt jetzt auf, ihr habt noch 5 Sekunden. Also, ihr müsst es eh noch nicht umdrehen. Ihr habt es schon aufgeschrieben. Bitte jetzt alle aufschreiben. Aufschreiben, Tafel auf den Boden legen. Hier vor. Oh, wir dürfen auch keine Reaktion, ne? Ihr könnt natürlich ihn anfeuern und anschreien, klar. Ist ja logisch. Wir zählen alle laut mit. Okay, du gibst das Kommando, auf geht's. Und los. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das geht über 100, Leute. 8, 9, 10. Ich kann nicht schon diese. 50, 59, 60. Komm. Weiter. 61, 62, 63. Junge, da geht noch was. 64, Sie. 65. Sie, bitte. 66, Sie. 67. Sie. 68. Sie. Wir haben alle zu viel. 69. Sie. Ich glaube, wir sind mehr. Wir, die haben alle 70, viel zu viel. Wie still ihr seid. Sie, bitte. Es sind, ey, Bro, erstmal Ding, Respekt, Alter, bei der Hitze hier, Alter, 70 Stück, zeig mal der Kamera die Brust. Ich glaube, wir haben, ich wusste. Ein Mann, ein Körper. Ey, ja, aber die haben alle übertrieben. Ey, also 70 Stück waren es, ja, ihr habt es alle gesehen, 70 Stück, wie viel schaffst du, Max? 15? Nee. In einem Arm aber. Was sollen die Leute machen? Alle Perform All unterladen. Gut, willst du noch was probieren? Gut, super, danke dir. Nimmt bitte alle eure Tafeln. Wir haben alle übertrieben. Ihr seid alle nicht so glücklich, ne? 85, 101, 120. Damit geht der Punkt an Team. Und damit ist es noch nicht der Sieg für Willi. Bei 5, wenn ein Team 5 hat, Schluss. Dann kommen wir natürlich jetzt auch zu einer wunderschönen Frage. Und zwar, wie viele Sonnenstunden hat Mallorca im Jahr? Oh. Ich glaube noch mehr, denn ich glaube Sonnenstunden im Jahr? Im Jahr. Mallorca. Man sagt auch wirklich die Sonneninsel, ne? So, ihr habt noch 10 Sekunden, dann brauchen wir ein Ergebnis. Und Jungs, ihr wisst, seid ihr richtig, habt ihr dieses Spiel für euch entschieden. Und ich werde jetzt, wenn ihr eure Tafeln umgedreht habt, das Ergebnis verkünden. So, Tafeln einmal umdrehen. Boah, stark. Okay, das richtige Ergebnis ist, es sind tatsächlich 3000 Stunden im Jahr. Und damit hat tatsächlich Team Sydney den allerersten. Ich glaube, den ersten. Bobby, Team Sydney hat den ersten Punkt ergattert, oder? Den zweiten Punkt. Den zweiten sogar. Wir gehen direkt zur nächsten Frage. Macht die wieder frei, die Tafeln. Wie viele Einwohner hat denn Mallorca? Wie viele Einwohner? Ohne Tourist. Einwohner. Ein Tourist ist ja kein Einwohner. Ja, was? Wir brauchen das Ergebnis in den nächsten 5 Sekunden. Und das kann es für euch werden, Jungs. Das kann es für euch werden. Ihr seid gut, das werden wir gleich sehen. Bitte jetzt das Ergebnis auf die Tafel schreiben. So, einmal jetzt die Tafeln umdrehen. Was steht da? Was? 759.000? Das ist dumm. Also das ist krass. 750.000. Wir haben ein Zehntel von euch. Deine Lösung. 187. So, das ist dumm, sagte Amar. Und es sind tatsächlich 900.000. Fast 1 Million. Sage ich! Nee, aber die sind doch... Ihr seid sage doch ich! Dran. Ihr seid doch näher dran. Das sind 70.000. Achso, ihr habt... Achso. Sag ich! Was? Sag ich, Marc! Ja, ihr habt den Punkt gewonnen. Ja, wir haben 3 Punkte sogar. Wir sind Erster. Ja, ihr habt 3 Punkte. Hier. Ja. Micky mit dem lautesten Jubel, der wendige Dachs, sag ich. Aufgrund von der Büffelhüfte? Jetzt, also das Siegerteam darf ja auch das Team aussuchen, was die Strafe ihr macht gleich. Ich finde, wir dürfen einfach aussuchen, wer die Strafe kriegt. Nach 3 Spielen gibt es eine Strafe mit Wasserbomben. Ja, das Gewinnerteam, ihr verteilt die Wasserbomben. Ja. Ihr habt gerade gewonnen. Genau. An den Letzten. Jetzt gerade habt ihr das gewonnen. An den Letzten. An den Letzten. Und die Dulli. Ihr kassiert die Wasserbomben. Achso, können sie aussuchen. Verlierer kassieren die Wasserbomben. Willi, wollt ihr euch wir werden das jetzt einmal... Wir haben ja gestern im Stream das mit euch zusammen besprochen. Es gibt jetzt eine Bestrafung. Immer nach 3 Spielen gibt es eine Bestrafung. Das Team, was oben steht, nach diesen 3 Spielen, darf dem, was unten steht, halt bestrafen mit Wasserbomben. Wir dürfen sie abwerfen, beziehungsweise nur Willis Team darf Sydneys Team jetzt abwerfen. So. Wie ist das T-Shirt aus? Bobby, da sehe ich dich doch auch, dass du mal eine schöne Wasserbombe hier unten abbekommst von mir.
Absolut, das machen wir gleich. Team Willi führt ja durch den Sieg im dritten Spiel. Also darf man Team Sid abwerfen. Und da ist Miki interessanterweise dabei. Ich hab vorhin getestet, das finde ich einfach. Oh, Willi wirft daneben. Oha, oh, bisher noch keine Bestrafung angekommen. Komm, Eldin, Junge, lass den Tiger raus. Oh, das war mau. Komm, Broski. Oh, Broski, der alte Schalker wässert den Rasen mit der Wasserbombe. Eins, zwei, drei. Oh ja, da ist ein bisschen was angekommen. Sid haut's um. Und da gibt's Karma! Karma! Karma is a bitch! That's what I call a Volltreffer. Alle Achtung! Gut. Auf die Platte. Wasserbomben wurden verteilt, leben alle noch. Ja. Es ist so ein klassischer Staffellauf, also Staffelschwimmen mit diesem Flamingo. Was müsst ihr tun? Zwei Leute stehen hier, zwei Leute stehen da drüben. Ihr geht auf diesen Flamingo rauf und schwimmt auf die andere Seite, klatscht ab. Der andere geht drauf, schwimmt zurück. Es geht nach Zeit. Wer die kürzeste Zeit hat, hat dieses Spiel gewonnen und kriegt 4 Punkte. Zwei Leute stehen hier und zwei Leute stehen da. Es spielen alle aus den Mannschaften, außer halt jetzt die Leute, die jetzt hier eine Verletzung haben oder nicht können, dann muss halt jemand zweimal schwimmen. Vorsicht mit dem Kabel. Yeah. Ah, also, Big Sosa verliert gegen Mickey. Er fängt so an. Wer soll anfangen? Du darfst es entscheiden. Allein für gut. Den Kommentar. Also wer fängt an? Fängt an, habt ihr euch entschieden? Ja. Gut, Emily fängt an. Weißt du? Zwei Leute bitte einmal auf die andere Seite. Auf den Flamingo. Fertig. Los. So, und damit übernehme ich hier am Kommentatorenplatz. Eli und dieses würdevolle Tier, was soll ich sagen? Es ist eine sehr würdevolle Situation. Eli lustigerweise mit sofort starker Technik. Das ist super schwer. Jeder, der so ein Ding schon mal gefahren ist, in Anführungsstrichen, der weiß, wie problematisch und unhandlich das ist. So, Mo Oba wird reingeschubst und geht von Bord. Er geht vom Flamingo. Leute, dieses arme, würdevolle Tier. Wir sind schon durch. Oh, da hat er jetzt natürlich große Probleme, wieder drauf zu kommen. Ja. Oh Mo, oh Mo, oh Mo, oh Mo. Ich hoffe für das Team, dass Amar es jetzt rausrettet. Jetzt mit dem Hintermotor. Heilige. Die Hose. Komm, Amar, du rettest es raus. Mit Muße, mit Anmut. Amar, das ist stark. Das ist eine überraschende Technik. Vorne breit, hinten flach. Das ist überragend. Amar ist Teammates erprobt. Das ist gut, das gefällt mir. Jetzt der Staffelstab, der übergeben wird. Go, Eli. Ja! Ah, Eli mit allem, was er hat, auf der letzten Rille. Auf den Buzzer. Jo, oh, komm, er ist weggegangen. Da stoppen wir die Zeit, ja. 1,33 gilt es zu schlagen. Ja, nee, auf letzter Rille, da fast runtergerutscht am Ende, stehen die 1,33 eine Zeit, die okay ist. Übrigens, bevor wir auf Position gehen, sehen wir hier nochmal die Zeitlupen. Eli machte den Anfang, Mo Oba fing stark an, hat dann aber relativ schnell nachgelassen. Amar hat mich am meisten überzeugt, muss ich sagen, von der Technik. So Leute, und wenn wir mal hier kurz hochschneiden können an den Kommentatorenplatz, bevor es losgeht, ich bin hier gerade nicht alleine, sondern habe einen wahnsinnig sportlichen Co-Kommentator dazu bekommen, gerade noch mit gut 70 Liegestützen geglänzt. Was sagst du zu der sportlichen Leistung von Team Eli gerade? Also ich bin sehr positiv überrascht von Amar. Sehr gute Technik gewesen. Zum Schluss da die zweimal, wo die runtergefallen sind, das hat, glaube ich, ein bisschen Zeit gekostet, aber sonst, ich denke, es ist eine gute Zeit. Ja, und jetzt sind wir gespannt. Team 2, ich glaube, dass sich das Team von Sydney bereit gemacht hat. Das Team ist bereit, einer muss bitte noch rüber. Einer auf den Flamingo. Fertig. Los! Oh, boah, Junge, Sid mit einer ungewöhnlich heftigen Absprungtechnik. Oh. Sehr dynamisch. Ja, sehr dynamisch. Sehr dynamisch. Was sagst du zur Beinarbeit bei Sidney? Da merkt man, er war Fußballer. Ja. Oder ist Fußballer. Alle Achtung. Ja. Oh,
Der Sprung war gut, aber... Es ist ein bisschen wie beim Springen, beim Schwimmen, wo man viel über die Abstoßtechnik macht. Aber es ist eine ganz andere Technik, er arbeitet mit dem Bein. Ja, super interessant, die Technik von Prones. Er hat sich die Technik, glaube ich, so ein bisschen bei seinen Katzen abgeguckt. So, jetzt, was macht der 15-jährige Reason? Hat er schon das Seepferdchen? Weißt du was darüber? Also, momentan sieht es danach nicht so aus. Was? Aber er schlägt sich gut. Ja. Ja. Gut, dass ich hier einen Experten habe. Du bist ja Triathlet. Da wird alles rausgepackt. Am Ende ist die Technik auch egal. Es kommt auf die Zeit an. Eine Minute haben sie. Das heißt, es sind jetzt noch gut 30 Sekunden Zeit, um die Zeit von Elis Team zu unterbieten. Omet geht im wahrsten Sinne des Wortes baden. Oh nein, und Sidney kann es nicht fassen. Komm euch das, Junge. Jetzt ist der Zeitpunkt einzuweisen. Sidney ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Omet, irgendwie, er kann da stehen, aber wie kommt er jetzt wieder drauf? Ich meine, Snoop Dogg konnte auch nicht schwimmen. Omet kann nicht schwimmen, er darf das auch ein bisschen schieben. Und dafür, finde ich, löst er es einigermaßen würdevoll. Eli, du machst das gut. Also ich finde es allein schon super, wenn man nicht schwimmt und trotzdem bei den Mut zu haben und trotzdem mitzumachen. Ja. Wir machen bei Omet eine Ausnahme, du darfst das auch schieben. Noch. Du darfst das noch vor dir hinschieben, komm. Ey, mach Respekt dafür, der Junge kann nicht schwimmen und ist hier mit dem Flamingo da im Wasser. Ey, absolut. Mal Applaus für Omet, oder nicht? Ey. Jawohl, auch vom Kommentatorenplatz. Und alle mal Herz in den Chat, +1. So, ja. Noch den Buzzer. Für Omet. Definitiv Omet. Auf den Buzzer. Wir sind über 2 und sind stehen geblieben. Der war fies bei 2,07, würde ich sagen. Die eine Sekunde ziehen wir ihm noch ab. Das nächste Team, Willy, ist jetzt am Start. Da bin ich jetzt gespannt. Absolut, da bin ich jetzt gespannt. Die Techniken komplett anders bei jedem Einzelnen. Jeder Jack ist anders, sagt man in Köln. Oh, Broski legt vor, da bin auf ich gespannt. Auf den Flamingo, fertig, los. Boah, bringt der weit, der Broski. Das ist die alte Gelsenkirchner Schule, die alte Herner Schule, möchte ich sagen. Komplett über den Hintermotor kommt er. Aber gutes Tempo. Ja, das ist gut, das gefällt mir. Lange brauchen, ne? Ja. Auch da ist es wichtig. Und Eldos ist der Nächste. Ja. Bisschen mehr froschartig. Ja, Eldos geht in den Froschmodus. Aber es ist gleichzeitig, wenn er da nicht runterfällt, mit einer Hand auch der einhändige Biestmodus. Sehr gut, Eldos. Alle Achtung, Junge. Eldin, Junge, Respekt. Also, ich würde sagen, morgen kein Hack. Oh, Wiska Wasser, sehr gut. Ich gebe Eldos morgen schulfrei. Junge, Wiska Barca, was ist denn da? Das ist ja wie Messi. Wie ein Jetski. Ja. Anton ist der deutsche Messi, ist der Jetski. Und was für eine Zeit sein. Jetzt bin ich mal bei Willi gespannt. Jetzt Willi, Junge, alles aus der Oberschenkelmuskulatur. Trainer Waldhof Mannheim, der braucht keine Vorbereitung, der ist schon fit. Guckt euch das an. Los, nicht runterfallen. Wir haben 1,8, wir haben 1,9, wir haben 1,10. 20 Sekunden, ich glaube, das schafft ich glaub, er hat's. Willi. Ich glaube, er hat Willi. Und die große Chance, er hat's. Jawohl. Er hat's. 1,15, Team Willi. Mit dem Heckmotor geht in Führung. 1,15. Team Eli damit unterbunden. Sehr, sehr. Da seid ihr wieder am Start. Gib noch mal ganz kurz einmal durch. Wir machen noch mal Team. Jawohl. Und ich bin ja nicht alleine hier oben. Ich habe ja einen sehr sportiven Co-Kommentator. Und wir haben alles gegeben und unsere Rechenkünste zusammengeworfen und haben zusammen gesehen, dass Team Willi gewonnen hat, vor allem an der Technik lag's. Also Willi hat da am Ende auf jeden Fall noch mal den Turbo angeschmissen und alles rausgeholt. Junge, das heißt, es gehen 4 Punkte an Team Willi, das ja auch gerade die Challenge gewonnen hat. Also das dritte Spiel, insgesamt 7 Punkte. Und wie wir hier gehört haben, gestern im Vorfeld der Auslosung, der krasse Außenseiter geht nach Spiel 4 in Führung. Team Willi jetzt also mit 7 Punkten, Team Sid aktuell letzter mit 1 Punkt und Team Eli mit 2 Punkten. Also technisch war das schon sensationell. Wie hättest du es gemacht auf dem Flamingo, diesem unfassbar würdevollen Tier? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte auch viel mit dem Bein gearbeitet. Ja. Also mich vorne festgehalten und eigentlich komplett nur mit dem Bein. Weil ich finde, die Gefahr ist, wenn man vorne, dass man rüberrutschen kann. Und ich finde, das Risiko ist zu hoch, da runterzufallen und dann einige Sekunden zu kosten. Wir gehen nochmal auch rüber hier. Team Sidney, wie geht's euch, Jungs? Ich bin sauer. Warum sauer? Sidney ist sauer gerade. Darf er sein als Kapitän? Er darf mich jetzt böse angucken.
Aber wenn wir dann die 25.000 Euro mitnehmen, dann küssen wir uns, okay? Spiel Nummer 5. Koffer packen. Wir machen jetzt erstmal, wer war der Gewinner? Gerade beim letzten Spiel. Ihr habt gewonnen, ihr dürft, es gibt gar keinen. Wobei ihr dürft entscheiden, wer als Erster sitzt. Ich erkläre euch jetzt einmal die Spielregeln. Wir setzen uns jetzt einmal um den Pool herum mit den Füßen im Wasser. Dann habe ich hier diese tolle Captain and Sun Tasche und da sind Begriffe drin. Ihr zieht einen Begriff, das ist dann euer Begriff, den müsst ihr sagen. Immer abwechselnd, ja. Es ist einer von eurem Team, dann von eurem Team, dann von eurem Team, dann wieder euer Team, euer Team, euer Team. Last Man Standing, wenn keiner mehr Bescheid weiß, dann hat er gewonnen. Also wenn du jetzt den Begriff nicht weißt, dann hast du verloren, musst ins Wasser, dann geht's wieder von vorne los. Ganz normal, ich packe meinen Koffer. Wir starten jetzt mit Kofferpacken, Spiel Nummer 5. Und was ist dein Wort? Mein Wort ist Kette. Ich packe in meinen Koffer eine Kette. Ich packe meinen Koffer, ich Natürlich packe eine Kette und eine Taschenlampe. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit eine Kette, eine Taschenlampe und eine Sonnencreme. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kette, eine Taschenlampe, eine Sonnencreme und ein Mundwasser. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kette, eine was? Eine Taschenlampe? Ja. Sonnencreme? Dann muss das Wort schon sagen. Mundwasser? War das? Mundwasser? Okay. Und jetzt dein Wort? Und mein Wort ist Zahnpasta. Ihr müsst euch auch nicht so stressen, ne? Ihr könnt euch auch Zahnpasta ist gut. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Sonnenbrille. Das war tatsächlich falsch. Wo kommt die Sonnenbrille her, Willi? Das ist der Fehler. Es tut mir leid, das Mikrofon. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kette, eine Taschenlampe. Keine Hinweise hier, ne? Grüße vom Kommentatorenplatz. Ich würde es auch nicht mehr hinbekommen jetzt. Ich nehme mal mit eine Kette. Kette. Eine Taschenlampe. Drei. Ja. Zwei. Eine Brille. Wie kommt ihr denn auf diese Sonnenbrille? Ne? Vorsicht, nicht das Wort wieder reinlegen. Nicht das Wort reinlegen. Also, hier wird nichts besprochen. Hier wird nichts besprochen. Amar ist raus. Ich hab das nicht gehört. Team. Ich hab's auch nicht gehört. Hör zu, dann hör zu. Du bist so doof. Hör zu, du bist richtig doof. Ich hab's nicht gehört. Ja, wir haben jetzt keinen Spaß. No joke jetzt, ich schwöre. Ja, Chat, PR195, die Wörter stehen da, aber die sehen die Jungs. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kette, eine Taschenlampe, eine Sonnencreme, Mundwasser. Ach, du musst ein Wort jetzt rausnehmen, ne? Nee, nein, da, davor war noch was. Oder leise genuschelt. Und eine Taschenlampe? Nein. Falsch. Tatsächlich bist du raus. Aber warte mal, guck mal, wir sind jetzt die ganze Zeit alle rausgeflogen. Ja. Aber Max hat's doch, hat er es gesagt? Okay, habt ihr es gehört? Haben alle es gehört mit Max, was es ist? Okay. Nee, warte, ich packe in meinen Koffer eine Kette, eine Taschenlampe, eine Sonnencreme, Mundwasser. Korrekt. Oh, mein Unterbewusstsein weiß das Wort. Das ist krass. Eigentlich das ganzes Team raus. Was denn? Eigentlich ganzes Team raus. Ernst jetzt? Ich weiß, ey, keine Tipps, keine Sachen sagen. Er hat es aber nicht verstanden. Er hat es nicht gehört, aber ab jetzt wirklich, wenn hier irgendjemand Digga, Tipps gibt oder so. So, 5 Sekunden. Aber warte mal, ich kann doch mal kurz überlegen. Ja, natürlich. Aber nicht überlegen mit, es gibt Tipps von irgendjemandem. Die Antwort liegt im roten Bart. 3, 2, 1. Ja, raus mit dir. Und da ist jemand vom orangen Team wieder raus. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Stört auf. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kette, ja. Eine Taschenlampe, ja. Sonnencreme, Mundwasser, ja. Und Zahnpasta. Korrekt. Und das ist richtig. Und ein Klappstuhl. Gut. Klappstuhl war das Wort, hat jeder gehört. Ich packe meinen Koffer. Eine Kette, eine Taschenlampe, Sonnencreme, Mundwasser, Zahnpasta. Vicky regelt. Nichts habe ich bekommen bei Zahnpasta. Nichts. Hätte mir ja mal die Zähne zeigen. So, ich muss es zeitlich ein bisschen begrenzen. 10 Sekunden hast du noch, Eli? Mann, es ist also muss Kette, Taschenlampe, Sonnencreme, Mundwasser. Ja. Das hatte ich auch gerade. Ja. Mann, Digga, das ja, ist ja, das ist Fußballtrikot. Scheiße, was hattest du? Jetzt der Bruch. Ich packe meinen Koffer, ich nehme mit eine Kette. Kette ist richtig. Broski fühlt die Challenge. Das war eine geile Kette. Also ich nehme eine geile Kette mit. 5 Sekunden geben wir dir noch. Aber ey, immerhin hattest du die Kette, oder? Super. Einzig auf eine Lampen. Kette, eine Tasche. Oh mein Gott. Das war leider falsch. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kette, eine Taschenlampe, Sonnencreme, Mundwasser. Zahnpasta, Klappstuhl, Yacht, Fußballtrikot, Musikbox, Schere, Bierdecke, Panzertape, Portemonnaie. Keine Tipps. Das hast du nicht gesagt. Ey, Digga, das nervt. Unterhosen! Ja. Ihr Wichser! Ja. Ihr dreckiger Wichser! Ja. Schmeiß das Mikrofon ins Wasser! Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Eine Kette, eine Taschenlampe, eine Sonnencreme, Mundwasser, so Zahnpasta, ein Klappstuhl, eine Yacht, ein Fußballtrikot, eine Musikbox, eine Schere, ein Bierdeckel.
Panzertape, Portemonnaie, Unterhose. Dann nehme ich noch mit Fußballschuhe, ja. Eine Wanduhr. Mona am Bruch. Komm, auch von hier oben. Push dich. Zwei. Sag irgendwas, sag irgendwas. Eins. Sag was. Mammut. Nicht sagen, nicht sagen. Oh, muss baden. Wo ist raus? Ich packe meine Koffer, nehme mit eine Kette, Taschenlampe, Sonnencreme, Mundwasser, Zahnpasta, Klappstuhl, Yacht. Fußballtrikot, Musikbox, Schere, Bierdeckel, Panzertape, Unterhose. Nein, falsch. Portemonnaie vergessen, damit bist du tatsächlich raus. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kette, eine Taschenlampe, Sonnencreme, Mundwasser, Zahnpasta, einen Klappstuhl, eine Yacht. Ey, die Musikbox? Nein. Ja, er ist damit Musikbox. Damit ist. Was war's? Du hast tatsächlich raus. Du hast das Trikot vergessen. Somit ist das Team von Eli bei diesem Spiel schon mal raus und kann nicht mehr gewinnen. Schere, Bierdeckel, Panzertape, Portemonnaie, Unterhose, Wanduhr, Kopf. Nein. Ah, schade. Fußballschuhe vergessen. Ja, Omezuelo muss auch baden. Musikbox, Schere, Bierdeckel, Panzertape. Portemonnaie, Unterhosen, Fußballschuhe, Wanduhr, Kopfhörer, mich dreht's. Handy, Olivenöl, Laufschuhe. 5 Sekunden, keiner hilft, niemand redet. 4, 3, 2, 1. Es wäre tatsächlich AG. Die Sonnenbrille gewesen. Damit bist du raus. Mundwasser, Zahnpasta, Klappstuhl, Fußballtrikot. Oh, da war die Yacht, ne? Fuck. Das war's. Ey, aber dass du es bis hierhin geschafft hast, ist schon Erfolg, oder? Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Kette, Taschenlampe, Sonnencreme, Mundwasser, Zahnpasta, einen Klappstuhl, eine Yacht, ein Fußballtrikot, Musikbox, eine Schere, Bierdeckel, Panzertape, Portemonnaie, Unterhose, Rohrt war Fußballschuhe von Adidas, Wanduhr, Kopfhörer, Handy, Olivenöl, Laufschuhe von Adidas, Sonnenbrille, Laptop, Edding. Oh nö. Nee. Ich hab Affen im Kopf. 3, 2. Ich will nicht ins Wasser. 1, eine Abkühlung, ich verfolge, wie man ins Wasser kann. Und jetzt haben wir wirklich eine One-on-One. Ne? Also jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Wir haben die Kette, wir haben die Taschenlampe, wir haben die Sonnencreme, wir haben Mundwasser, wir haben die Zahnpasta, wir haben den Klappstuhl, Yacht, wir haben Fußballtrikot, wir haben die Musikbox, wir haben die Schere, wir haben den Bierdeckel, wir haben Panzertape, wir haben Portemonnaie, wir haben Unterhose, wir haben Fußballschuhe von Adidas, Wanduhr, Kopfhörer, Handy, Olivenöl, Laufschuhe von Adidas, Sonnenbrille, Laptop, Edding, Rasierer. Alter. Visca Barca. Ey, regelt für Team Willi. Die Laufschuhe, die Sonnenbrille, den Laptop, den Edding, den Rasierer, die Zahnbürste. Alter! Was ist dein Wort? Es ist wirklich krank. Es ist so krass. Salz. Salz. Yacht, Fußballtrikot, Musikbox, Schere, Bierdeckel, Panzertape, Portemonnaie, Unterhose. Fußballschuhe von Adidas, Wanduhr, Kopfhörer, Handy. Ich hatte nach Handy hatte ich das Olivenöl. Du kamst mit den Laufschuhen. Nach Sonnenbrille hatten wir den Laptop. Danach hatten wir den Edding, Rasierer, Zahnbürste, Salz. Ein Flamingo. So, der nächste Begriff ist Flamingo. Ich packe meinen Koffer, ich nehme mit eine Kette, eine Taschenlampe, Sonnencreme, Mundwasser, Zahnpasta, einen Klappstuhl, eine Yacht, ein Fußballtrikot. Eine Musikbox, eine Schere, einen Bierdeckel, Panzertape, Portemonnaie, Unterhose. 3, 2, 1. Und damit hat Team Willi das Spiel Körperpacken gewonnen. Er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Wow. Ey, wirklich Respekt. Also wirklich ganz, ganz dicken Respekt. Jawohl, es hat gerade 5 Punkte gegeben für Team Willi. Respekt. Und damit führt Team Willi mit 12 Punkten an der 1, an der 2 Team Eli mit 2 Punkten und an 3 Team Sydney mit 1 Punkt. Spiel Shiva, Spiel Nummer 6, das gibt 6 Punkte. Für alle Teams ist noch alles drin. Folgendermaßen, ihr werdet gleich jeder eine Farbe zugeordnet bekommen zu euren Hosen passenderweise. Dann werdet ihr diese Flasche hier nehmen. Jeweils immer eine Person aus dem Team, es sind ja 3 Teams. Ihr habt die Flasche. Das erste Team schiebt die Flasche. Sie ist da. Das nächste Team kommt mit der nächsten Flasche, kann aber auch die Flasche, die da ist, runterkicken. Ich schaff's jetzt nicht,
aber kann auch die Flasche runterkippen. Wenn die runterfällt, zählt die runter. Wichtig ist nach dieser Runde, welche Flasche steht hier am nächsten dran. Wenn diese Flasche umkippt und die dann wegschießt, zählt es nicht. Dann wird sofort wieder aufgestellt. Was ist, wenn meine Flasche noch gerade ist, bevor sie, also dann haut sie die um und dann fällt die erst um? Wenn du die umhaust, deine Flasche muss stehen bleiben. Du haust die jetzt um und deine fällt um, dann ist die muss stehen. Okay. Also Team Eli beginnt mit Türkis, also Sorte Wassermelone. Ja, lange Führung ist da wichtig. Unten. Ihr könnt ihn rauskicken. Man kann die Flasche auch theoretisch kicken. Max, du kannst sie wegmachen. Das birgt natürlich auch ein gewisses Risiko. Nein, der Tisch. Stark. Ja. Wow. Gut, oh, stark. Da fehlt trotzdem noch locker ein Vieira bis zum Rand. Genau, jetzt sind die nächsten drei Leute dran. Ist fast perfekt. Ein Stück zu weit. Ganz gefährlich. Ist scheiße. Viel zu viel Kraft. Ja, Max. Ja. Zu stark. Oh, der war nix. Miki, du machst das. Jetzt Miki. Sehr schön. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Da fehlen zwei Vieras. Team Eli wieder. Ja, das ist nicht leicht. Ich habe das auch probiert. Sitzt zwar jetzt hier am Kommentatorenplatz in aller Sicherheit, aber gestern, es ist nicht so einfach, die Flasche da so sliden zu lassen. Und jetzt Hit himself. Ja. Das ist nicht easy. Die Hände sind halt auch ein bisschen nass, schwitzend, feucht. Lässt sich die Flasche nicht so leicht lösen. So, die erste Runde geht an das Team von Willi. Das heißt, ihr habt einen Punkt, aber wir spielen das Ganze dreimal. Ja, best of three. Was machst du, Digga? Geil. Der ist nicht schlecht. Der ist fast perfekt. In Gelsenkirchener Ruhe, aber das ist zu ruhig. Der Mann auf leisen Socken. So schwer, Alter. Ist er jetzt der Schieber? Präzision habe ich auch, ne? Der Schieber himself bleibt Julian Schieber. Oh. Was war das für eine kuriose Nummer? Hat das gut gemacht vorhin? Schade, okay, schade. Hm? Dieses Outfit übrigens im Hintergrund absolut sensationell, 70er Jahre. So, wer hat jetzt das zweite Spiel jetzt gerade gewonnen? Team Sydney Rot. Reason. Ja, der ist richtig gut mit Schnitt, Reason, Junge. Das könnte das entscheidende Ding sein für das Team von Sid. Schwer genug, dass er steht. Nein, nein. Weil seine Flasche ist umgefallen. Deine muss stehen. Ja. Das Ding ist so dazu. Jetzt Omet. Für Team Sid. Boah, kleines bisschen zu kurz, Eli. Oh. Der ist verdammt gut. Der war gut. Alle Achtung. Jetzt hat Prones wohl viel gezockt. Jetzt Mickey. Mit der Chance. Oh, geht Risiko und verliert. Und damit geht auch der nächste Punkt an das Team von Sydney. Und ihr habt zwei Punkte. Ihr braucht noch einen Punkt. Dann habt ihr tatsächlich das Spiel gewonnen und habt sechs Punkte dann. Ja, da wird sich gefreut. Ja. Schade, Max. Ich hab das nur Glück, ja. Riesen hat es vorhin ziemlich gut gemacht im vorherigen Spiel. Visca, Barca, Anton hat den kompletten Weg frei. Leute, nicht hektisch, wirklich. Wenn sie mir mal überlegt, umso schlechter wird es. Ja, der gut. Ist ja, weil er sich konzentriert hat. Yes, ganz viel. Omet, nochmal für Team Sid. Nein! Ist es das? Ist es das, was ich gesagt habe? Sehr gut. Nächste Runde, es steht 2-2. Von Mickey souverän. Es steht 2-2. Und es geht um 6 Punkte, ne? Das ist hier nicht irgendein Spaß. Ja, let's go. Er ist stark von Elis Team hier. Den macht Danny nicht schlecht, der reicht aber nicht an Elis ran. Ich hoffe, ihr versteht den Kontext. Du musst das in deinem Kopf visualisieren, dass das Comeback des Jahres ist. Jungs. Ja, das ist es. Broski edel. Ja, das reicht. Oh, yes. Der ist gar nicht so schlecht von Sydney gewesen, fällt aber am Ende. Verdammt gut, alle Achtung, Visca Barca.
In jedem Game ist er so am Perform. Kalle, er ist der neue Kalle. Er ist der neue Kalle. Wir hören nichts, wir hören. Alle Achtung. Das könnte der Sieg für Willis Team sein. Zuletzt mit einer sensationellen Viewing-Party in Köln. Das war's. Und das war's. Das heißt, also, Team. Hast du noch einen? Sag ich! Einen haben wir noch. Oder? Sag ich! Ja, einen haben wir noch. Sorry. Die letzte Chance für Team Sydney hier doch noch. Und ich will meinen Wurf haben, bitte. Anzukommen. Durch Reason. Der hat es schon bewiesen auf der Platte hier. Das wäre krank. Dann sage ich GG. Ich nicht. Sag ich. Oh. Ja. Ja. Der Mann, der gestern in Schweden gerockt hat, rockt es nicht hier. Nach Mickey ist durch. Stärkt sich nochmal mit Eis. Ja, letzte Chance. So. Er darf es nun nicht verkacken. Er macht sogar den Doubleheader draus. Erster und zweite Flasche. Verstehst du das? Erste und zweite. Das ist euer dritter Punkt. Willi holt den dritten Punkt. Und habt 6 Punkte bekommen. Für das Spiel schieben, ihr konntet es für euch entscheiden. Also alle Achtung, wie Team Willi hier rasiert. Ich sag's nochmal, die waren Außenseiter. Also 18 Punkte, sag ich. Sag ich! Sag ich, Mickey. 2 Punkte, das Team von dem Sportskameraden Eli und 1 Punkt, Team Sid. Aber es ist noch nichts verloren. Es gibt gleich das nächste Spiel und da können wir 7 Punkte holen, Leute.